Ja, herzlich willkommen zu Bullfrox Theme Hospital. Ja, zu einer weiteren Folge Retro Classics, die goldene MS-DOS-Zeit. Mein Name ist Perudor MD. Geht gar nicht, ne? Medical Doctor. So, ja, dann starten wir direkt mal in das nächste Theme-Abenteuer. Und diesmal befinden wir uns in einem Krankenhaus, was wir managen müssen. Das heißt, wir haben... Ja. Wir haben ein Areal zur Verfügung. Das müssen wir strukturieren. Aber ich denke, wir werden jetzt gleich in... Erstes Spiel, machen wir ja, nein, keine Idee, Auflösung und wir starten durch. Ja. Geht's weiter? Ah, nee, ich muss klicken. Ja, das ist es nämlich. Genau, wir machen mal ganz kurz Pause. Spielgeschwindigkeit am langsamsten. Okay, können wir Pause machen? Nee, geht nicht. Blöd. Egal. So, wir fangen an mit einem Tutorial. Wir haben gesagt, wir haben noch nicht gespielt. Und im Krankenhaus muss mit einer Rezeption ausgestattet werden. Wählen Sie eine aus dem Menü aus. Ja, wir haben hier das riesengroße Gebiet. Auch schöner Park, nicht schlecht. Und dieses Hauptkrankenhaus müssen wir unterteilen in verschiedene Bereiche. Und wir beginnen natürlich mit einer Rezeption, die... Patienten müssen sich ja irgendwo anmelden. Und die Musik ist gerade sehr laut. Ich hoffe, das kann ich gleich ein bisschen leiser machen. So, wir kaufen die Rezeption. Und wir können das mit dem rechten Maustaste, können wir das drehen, das Pult. Und wir stellen es einfach mal hier in die Ecke hin. Schön am Eingang, wo die Dame die Patienten empfangen kann. So, die können wir hier einstellen. Hier unten. Suchen wir uns eine aus. Die stellen wir ein. So, egal, wir setzen die irgendwo hin. Die findet schon den Weg. Es wird dringend ein Raum für die Allgemeinmedizin benötigt. Damit können kranke Leute behandelt werden. Ja, und das... So holen wir uns raus. Ich muss mal ganz kurz mal... Na, Optionen. Lautstärke Musik. Das ist mir einfach zu laut. Das ist vielleicht schon eine Wohltat. So, jetzt bauen wir quasi einen Diagnoseraum. Wir haben Behandlungsraum für verschiedene... Mitteilung an die Patienten. Checkheft bereithalten. Ja, das ist das Wichtigste natürlich. Es gibt die verschiedenen Abteilungen und auch Einrichtungen wie Toilette und Personalraum. Das wird mit der Zeit und mit unserer Forschung immer mehr werden. Das heißt, wir können da auch wie bei Theme Park oder bei... Syndicate die Forschung antreiben und damit mehr von Ausrüstungsgegenständen erhalten. Ich überlege gerade, ob wir hier was in dem Eingangsbereich noch machen. Ich weiß nicht, was noch kommen wird, aber ich würde sagen, wir machen hier einfach mal die Allgemeinmedizin hin. So, das ist dann soweit in Ordnung. Hä? Ah. Ich habe mich verbaut. So. Das ist soweit in Ordnung. Wir können hier auch noch... Ah, okay, machen wir erstmal die Tür rein. Wir sagen, hier machen wir hier direkt und schöne Fenster. Es gibt nichts Schöneres als Fenster. So, das ist soweit in Ordnung. Und jetzt können wir halt... Ah, Schreibtisch. Ein Aktenschrank, den brauchen wir schließlich. Der Patientenstuhl kommt schön hier... Mit Abstand, wir wollen ja nicht krank werden selber. Und wir können auch andere Ausrüstungsgegenstände kaufen. Ein Heizkörper, eine Pflanze und ein Mülleimer. Ja, gehört sich nun mal so, ne? Schön gemütlich hier beim Patienten. Ah, das geht gar nicht. Dann stellen wir das hier dran. Ein schönes Pflänzchen und ein Mülleimer kommt hier in die Ecke. Das ist soweit in Ordnung. Und wenn wir natürlich hier einen Behandlungsraum haben, brauchen wir natürlich auch einen Arzt. Naja, das hätten sie schenken können. Ja, jetzt müssen wir uns einen schönen Arzt suchen. Das überlege ich gerade. Wie sehen die denn aus?
Hier sind die Spezialfähigkeiten, Psychiater, und hier sehen wir, was das für eine Position ist. Und hier die Fähigkeiten. Also, ne, ist ein Dummkopf und hier ist ein kluger Mensch sozusagen. So, wir brauchen eigentlich keinen Arzt mit einer Spezialausrüstung, sondern wir stellen einfach diesen Arzt hier ein. Okay, das ist die Minimalanforderung, um ein Krankenhaus zu bauen. Ihre Ärzte brauchen alle Hilfe, die sie kriegen können, um für einige der Patienten eine Diagnose zu erstellen. Sie können ihnen unter die Arme greifen, indem sie mehr Diagnoseeinrichtungen wie allgemeine Diagnose bauen. Ja, das werden wir auch tun. Wenn Sie für einige Patienten eine Diagnose erstellt haben, müssen Sie neue Behandlungseinrichtungen und Abteilungen bauen, um sie zu heilen. Für den Anfang genügt es, eine gute Idee, mit einem Pharmatheker zu beginnen. Sie müssen auch eine Schwester einstellen, um die verschiedenen Medikamente verteilt. Ah, okay. Letzte Warnung: Achten Sie auf Ihren Ruf. Der ist es, der die Patienten von nah und fern zu Ihrem Krankenhaus kommen lässt. Ja, gut, wir wollen einen super Ruf. Wir wollen verdienen bis ans Ende der Welt. Wenn Sie nicht zu viele Patienten ins Krankenhaus schicken, sondern dafür sorgen, dass Sie zufrieden sind, werden Sie in diesem Level allzu keine großen Probleme haben. Jetzt bin ich auf mich alleine gestellt. Ach, du lieber Gott, ja. Ja, willkommen im ersten Krankenhaus. Fangen Sie an zu bauen. Beginnen Sie mit einer Rezeption und bauen Sie einen Raum für Allgemeinmedizin. Check, check. Stellen Sie eine Empfangsdame ein, haben wir, und einen Arzt. Dann können Sie darauf warten, dass Sie etwas zu tun bekommen. Es wäre ganz gut, eine psychiatrische Abteilung zu bauen und einen Psychiater einzustellen. Mist, hätte ich doch besser mal den genommen. Eine Pharmatheke und eine Schwester sind ebenfalls notwendig, um Patienten behandeln zu können. Achten Sie auf schlimme Fälle wie aufgeblasene Patienten. Ein Entlüftungsraum wird Ihren Patienten heilen. Sie müssen 10 Patienten behandeln. Achten Sie darauf, dass Ihr Ruf nicht unter 200 sinkt. Amen. Amen. Wird das hier rausschicken? So, ah ja, wir müssen einen Handlanger einstellen. Du hast recht, mein Freund. $80 ist was teuer, ne? 60. Ach komm, nehmen wir den hier. So, der kann hier schön mal die Pflanzen gießen und den Müll leeren. So, uns wurde empfohlen, eine Pharmathek und eine Psychiatrie zu bauen. Allgemeine Diagnose, ja, das ist auch eigentlich wichtig. Ne, das ist nicht so gut. So, die bauen wir hier hin. Die allgemeine Diagnose. Mein Gott, wie groß muss denn der Raum sein? Boah. Heavy. Okay, Tür kommt hier rein, Fenster, Fenster, Fenster kostet nichts, Fenster sind immer gut. Und wir müssen noch etwas kaufen dazu, ein Mülleimer, eine Pflanze, Heizkörper, ach komm, Feuerlöscher kommt auch dahin. Machen wir mal zwei Feuerlöscher. So, ja, kommt dahin, Diagnose, Einrichtungswägelchen kommt hier an die Seite. Der Feuerlöscher, ach da kommt, okay, kommt da rein. Okay, na, den wollen wir eigentlich nicht haben, den zweiten Feuerlöscher. Weg damit. So. Müllbombenwarnung. Ja, das kannst du dir schenken. So, haben wir alles? Sehr gut. Jetzt brauchen wir unbedingt Wartestation. Aha, oh, nicht schlecht. Abteilungen, Entlüftung, Einrichtungen. Ach, Toiletten brauchen wir auch. Ah, ja. Ah, das sind auch größere Räume. Okay. Hätte ich besser mal vorher dran gedacht. So riesen. Na gut. So, das reicht. Waschbecken und ein Toilettchen. Ach komm. Toilette kommt noch eins dazu. Ein Mülleimer. Ne, ja doch. Und ein Heizkörper. Es gibt viel zu viel Geld aus, glaube ich. Wir wollen es aber schön warm haben, ne? Das muss ja nochmal sein. Mülleimerchen, Toilettchen, Toilettchen, Toilettchen. Gut. So, Patienten, die ein dringendes Bedürfnis verspüren, werden sich in ihren luxuriösen Toiletten erleichtern können. Sie können separate Kabinen mit Waschbecken einrichten, wenn sie viele Besucher erwarten. In manchen Fällen müssen sie in anderen Teilen des Krankenhauses weitere Toiletten bauen. Ja. Man kann ja auch mal verlangen, dass man mal ein paar Meter läuft, ne? Oder? So,
Eine Bank wollen wir. Wir wollen auch Getränkeautomaten haben, Feuerlöscher, Heizkörper, eine Pflanze macht alles schöner hier in unserem super Krankenhaus. So, wir warten hier mal. Bank, Bank. Hier vom Allgemeinmediziner brauchen wir auch eine Bank. So, zu schnabulieren. Werden gebeten, sich nicht zu oft zu übergeben. Ja, das hoffe ich doch mal. Heizkörperchen direkt hier. Eine Rezeption, ein Pflänzchen. Und schon sieht die Sache schon mal ein bisschen schöner aus. So, die blöde Pharmatheke, wo war die nochmal? Ah, Bank. Nee, die war da gar nicht. Allgemeine Diagnose, Psychiatrie, Station. Ach, da ist die Pharmatheke. Ja, das ist nicht so gut gebaut, ehrlich gesagt, oder? Können wir die Gro Ah, nein, das. Ne, blöd. Ich überlege gerade, wie man das nochmal hier machen kann. Man, das erstmal hier abbrechen. Kann man das noch. So. Ah, na, das geht nicht mit der Tür. Ach, das geht aber bestimmt irgendwie. Gut. Nein! Abbrechen. Nein. Möchte ich nicht. Ach nein. Was kann ich wieder von vorne anfangen? Naja, immerhin haben wir dann unsere Tür weg. Jut. So, was kaufen? Waschbecken, Heizkörper mit. Ja, dann ist ja perfekt. So, dann kommen hier die Waschbecken hin. Hier unser Mülleimer. Und die Toiletten. 1, 2, 3. Dann können wir das auch noch mal ein bisschen ausbauen. So, jetzt die Pharmatheke. Ha! Das ist doch mal eine Leistung hier. Und wir. Das war alles? Patienten werden gebeten, sich nicht zu oft zu übergeben. Okay. Mülleimer, Feuerlöscher. Kommt da hin. Heizung. Mülleimer. Wo ist das Pflänzchen? Wo ist die Pflanze? So, wir brauchen eine Schwester. Pharmatheke. Patienten, die untersucht wurden und zur Behandlung ein Medikament benötigen, werden in die Pharmatheke geschickt. Durch die fortschreitende Entwicklung medikamentöser Behandlungsmethoden wird der Andrang von Patienten in diesem Raum immer größer. Sie sollten später weitere Pharmatheken errichten. Yeah, mehr Geld für mich. So, die braucht eine Schwester, die Maus. Oh nee, die ist zu blöd. Ja, die sieht schon mal besser aus. So, da drin ist sie. Jetzt muss ich gerade so überlegen, muss ich eigentlich das Krankenhaus öffnen? Uiuiui, das weiß ich gar nicht. Ah. Bauzeit. Die Zeit, die verbleibt, bis Ihr Krankenhaus eröffnen wird, klicken Sie auf Loswarten, um Ihr Krankenhaus sofort zu öffnen. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir haben jetzt Toiletten. Wir haben hier unser Diagnoseraum. Ich weiß nicht, ob wir einen zweiten Arzt einstellen. Ich würde sagen, wir bauen doch noch eine Psychiatrie. Oder Station. Zur Beobachtung. Na komm, Psychiatrie, das sind wahrscheinlich die ersten. Ah, geht das auch so? Ja, komm, dann machen wir die dahin. Türchen und ganz viele Fenster, weil wenn man in der Psychiatrie ist, dann hat man wahrscheinlich eh eins. Ein Skelett, ein Bücher. Ach, komm. Mitteilung an die Patienten. Nein. Checkheft Das kommt mit, das kommt mit. Mülleimer, Pflanze, Heizkörper, Feuerlöscher, komm. Das kommt alles da in die schöne Bude rein. Können wir das drehen? Geht gar nicht. Ah, die Couch. Ah, Klassiker hier, ne? So, Feuerlöscher. Dem Patienten soll es schön warm sein. Pflanzen. Mülleimer kommt dahin. Ah, das Bücherregal. Geht das nicht da in die Ecke? Nee. Skelett und der hört zu. Oder macht die Einkaufsliste. Weiß man nicht. So, sieht gut aus. Ja, das überspringen wir jetzt mal, weil wir müssen nämlich einen Arzt einstellen, der Psychiater ist. Ja, perfekt, haben wir direkt einen. So, wir öffnen jetzt einfach mal unser Krankenhaus. Yeah. Ah,
Er sagt uns hier auch, wer Psychiater ist. Das ist schon mal ganz hervorragend. Ich überlege gerade, ob wir schon direkt eine Entlüftung bauen sollen, weil ich weiß, am Anfang kommen da schon Patienten, die haben echt das Problem. So, jetzt mal ganz kurz mal gucken. Giftweiler, das ist ein blöder Name. Okay, wir haben hier die schöne Statistik, das ist schon mal ganz gut. Erhöhen Sie die Wärme. Wo sind wir eigentlich jetzt? Januar, ach komm, müssen wir die Wärme erhöhen, das stimmt. So, Leute, wo bleibt denn hier wo bleiben meine Patienten? Kann ich auch mit der Armschalttaste geht auch. So, ein Handlanger, ja gut, er muss die Pflanzen gießen, er muss hier die Toilette sauber machen. Ich hoffe, das reicht erstmal. Der Allgemeinmediziner geht natürlich auch hier in die Diagnose. Das reicht erstmal. Wenn wir ganz viele Patienten haben, dann denke ich mal, werden wir noch einen einstellen. Schließlich haben wir auch noch einen Psychiater, den wir auch hier uns mal packen können und in die Diagnose stellen können. Ne? Die Ich meine, Patienten sind auf eigene Gefahr hier. ja, das stimmt. Und erinnert mich gerade, dass ich vielleicht noch ein paar Bänke kaufen werde. So, vor der Pharmatoilette. Ach Quatsch, Pharmatoilette vor der Pharmastation, vor der Psychiatrie. Jetzt müssen wir gucken, wie kann man das hier? Gegenstände? Ah, okay. Aber kann man denn nicht das nochmal drehen? Nur die beiden Richtungen? Das ist ja wirklich blöd. Naja gut, ist halt so. So. Da wäre die Diagnose. Die Station, die reizt mich schon. Behandlung ist aber eigentlich besser. Psychiatrie haben wir. Station, Pharmatheke, Abteilung und Entlüftung. Ach komm, bauen wir auch noch die Entlüftung. So, eine Ministation. Da kommt doch nicht viel rein. Hier ist die Tür. Fenster, Fenster. Und die Entlüftung kommt da rein. Und da will mir tatsächlich einen der beiden Ärzte hier die Diagnose machen oder hier die Psychiatrie. Entlüftungsabteilung. Aufgeblasene Patienten, die zwar lustig aussehen, aber unter starken Schmerzen leiden, werden hier behandelt. Der Kopf wird bis zur Normalgröße entlüftet und in den richtigen Druckzustand gebracht. In der Entlüftungsabteilung kann ein beliebiger Arzt eingesetzt werden. Außerdem muss der Raum regelmäßig von einem Handlanger gewartet werden. Gut, ich habe den Wink mit dem Zaunfall verstanden. Wir werden noch einen Handlanger einstellen. So. Der kann sich hier mal um den Dings da kümmern. Und jetzt muss hier endlich mal ein paar Patienten kommen. Sag mal, was ist denn los hier? Okay, das heißt, wir müssen ein paar mehr Heizkörper aufstellen. Dr. Jekyll in die Psychiatrie, bitte. So, wir spendieren mal. Sechs Heizkörper. Kommen wir hier auch noch einen rein? Ah, ich glaube, ich muss die Geschwindigkeit mal ein bisschen umstellen, ne? Hä? So. So, hier an der Rezeption, da ist es ja immer schön. So, komm, hauen wir mal richtig rein. Kostet zwar ordentlich Geld. Ha, alles schön warm. Das ist hier unser Luxus.